Aha. Okay, hier unten gibt's wieder genug. Ist ja genug Billiggegner, das gefällt mir sehr. War das einer? Ja, war einer, sehr gut. Oh, schön Schildträger dabei. Ich hasse diese Schildträger. Ich werde es, glaube ich, nicht zum letzten Mal gesagt haben in diesem Let's Play. Mann, ich war kurz davor, die Trefferserie aufzuladen, Leute. Ey, ich komme mir gerade hier vor wie der größte Noob. Das sind da drei Klassen von Gegnern und alle sind anders auszukontern. Und vor allem einer ist auf zwei Arten auszukontern. Diese Berserker mit ihren zwei Waffen. Ah, so ein Dreck, ey. So nicht, Freundchen. Nein, falsch eingerichtet. Mist. Na, komm her. Okay, das machen wir anders. Meine Güte, sind das viele. Warten, Talion. Und jetzt. Ich sagte jetzt. Ey, ernsthaft. So, stirb. Und jetzt kommt der Chef natürlich. Es ist ja wieder typisch, ey. Lattwachs-Schädelsammler ist erschienen. Heureka. Nee, will ich eigentlich nicht. Von daher hau ich jetzt auch ab. Menschenabschaum. Ich mag ja einen effizienten Stoß. Ich führe ihn dir vor. Direkt in dein Herz. Da hab ich andere Pläne. Zum Beispiel den da. Ah, der frisst aber ganz gut. Diese Schlacht ist noch nicht vorbei, Tag. Da bin ich anderer Meinung. Nein, verkackt, shit, verdrückt. Doppelkonter. Komm, den kriegen wir. Ich bin eben leider verdrückt. Blöderweise. Ah, Mist, da war ja was, genau. So, eben komme ich erstmal nicht an den ran. Dafür hat er zu viel Viehzeug um sich. Willst du dich da oben verstecken? Mann! Ha! So, Kollege, wo bist du? Ich bin hier oben, unten. Ah, der Kampf könnte jetzt echt nervig werden. Ja, ich sehe keinen anderen Weg, als gegen dich zu kämpfen. Ich kann nur hoffen, irgendwie mit einer Attentatsserie an ihn ranzukommen. Anders sehe ich da im Moment kein Durchkommen. Jetzt kill! Geht doch! Puh. Das war der nächste Häuptling. Hier gerade extremes Häuptlingsschwinden eingesetzt. Sock oder Duschrat? Tun wir sowieso beide, von daher ist es eigentlich egal. Genau, das ist Redback, unser Homie.
Was wissen wir denn über ihn? Kann durch leicht Todesstöße sofort verwundet werden. Der ist der Nächste. Und der residiert dort. So, zwei Häuptlinge haben wir heute schon mal geschaffen. Das sind nicht mal zwei Folgen. Finde ich echt gut. Hast du das gehört? Warte, ich rieche etwas. Lass uns unsere Schwerter kreuzen! Unser Feind verkriecht sich hinter Schildträgern. So. Da muss ich auch kurz das Mikrofon muten. Tut mir leid. Wir müssen Schildträger töten. Das sollte ja eigentlich nicht das Problem sein. Zwei haben wir schon. Versehentlich eine Ratte statt getreten. Auch gut, ist nicht schade drum. Aber echt, ey. Okay, da unten steht der Nächste. Wie kommen wir denn da mal ran? Am besten. Ich würde sagen, hier. Der Hammer sollte hier wirklich das Sagen haben. Er ist der grausamste aller schwarzen Hausmänner. So. Komm wieder auf den Boden, Narr. Ernsthaft? Ein schildfähiger Hauptmann? Wirklich? Haben die ernsthaft einen Hauptmann als Schildträger für die Mission getarnt? So lächerlich. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal den Häuptling. Mitgefolgt, also wir haben jetzt einen Häuptling und drei Hauptmänner hier. Gut, wir müssen, wenn wir es schaffen, einen Häuptling anzuschleichen, ist die Mission vorbei. Dann haben wir es geschafft. Wenn wir das schaffen. Ja, super. Wie sollen wir denn da einen Schleichangriff machen? Von oben vielleicht? Okay, er kommt da seines Weges. Mal gucken, ob wir es schaffen, den im Hinterhalt zu stellen. Nein, falscher! Oh, Talion! Ja, toll! Schließ deinen Kopf auf einem der Schilde auf, nachdem du um Gnade gewinselt hast. Ja, nee. Ciao. Noch einer? Zeig mir doch, was du so drauf hast. Nee, jetzt gerade sehr schlechter Zeitpunkt, Kollege. So, wir locken mal Fakargo an, das sorgt meistens für allgemeine Verwirrung. Und dann fehlt nochmal die Chance auf ein Schleichattentat auf den Häuptling. Jetzt sollten die mich ja eigentlich nicht mehr sehen. Okay, die sehen uns noch alle, das ist schlecht. Hier, für euch. Hä?
Ich hab doch Schleichtötung gemacht. Du hörst das Geräusch von 100 Uruks, die auf dich zustürmen. Sag, wie viele Hauptmänner sind denn das? Du vielleicht besiegen, aber gegen Dutzende von uns kannst du nichts ausrichten. Ja, ja schon, aber ich habe ja nicht vor, gegen Dutzende von euch zu kämpfen eigentlich. Eigentlich will ich doch nur Sockdusche irgendwas da hinten. Oh, großer Gott, das habe ich hier nur angezettelt. Hilfe! So, hier haben wir Feuer, das könnte vielleicht helfen. Wenn ich dazu komme, es anzuzünden. Ja, super, jetzt wird er noch wütend. Ja, super Sache das. Oh, was ist das für ein scheiß Häuptling, Leute? Rufen wir noch ein paar Karagor. Kann man die eigentlich mit irgendwas verwunden? Okay, immun gegen Fernkampf ist er nicht. Der wird aggro, wenn wir seinen Leibwächter angreifen, wenn wir seinen Häuptling angreifen. Okay, interessant. Keine Elbengeschosse mehr, das ist schlecht. Hilfe. Ja, wir dürfen gerne kämpfen, aber zu meinen Regeln. Meine Güte, das ist eine Massenpeilerei, da haben wir überhaupt keine Chance gegen. Das können wir gar nicht schaffen, ich renne mal weg. So, ich verstecke mich einfach mal, vielleicht glätten sich die Wogen dann etwas. Wir sind immer noch ein bisschen aggro. Ich warte mal noch eine Minute. Na komm, no risk, no fun. Wir versuchen mal ranzukommen. Ich weiß zwar nicht, wie wir an den rankommen sollen, wenn er von 4 Hauptmännern umgeben wird, aber naja. Boah, wie soll man denn da mal eine Schleichtat machen? In welche Festung geht er? Links oder rechts? Wenn du heute sehen willst, musst du es wohl selbst machen. Geht in die linke Festung. Das könnte funktionieren. Irgendwie aufs Dach kommen, ohne dass er uns bemerkt. Also wie ich den Kampf bis jetzt eingeschätzt habe, ist Schleichen die einzige Möglichkeit, effektiv an den Kerl ranzukommen. So, Kollege. Sei doch bitte so gut und komm in meine Reichweite. Steht er genau da, wo wir uns nicht auf den Rab stürzen können? Kollege, jetzt renn doch mal irgendwo hin, wo ich mich von oben auf dich abstürzen kann. Steht er da und einfach läuft Patrouille. Ich glaube das nicht. So, jetzt aber. Hä? War das nicht, kann durch Schleichtodesschüsse sofort verwundet werden? Oder verwechsel ich den gerade mit irgendwie einem Häuptling, den wir eben hatten? Keine Elbengeschosse mehr, kacke. Hey, zum Leuchtfeuer!
Hilfe! Ich brauche Pfeile. Pfeilen können wir nämlich tatsächlich bearbeiten, scheinbar. Nee, gerade keine Lust zu kämpfen. Ich bevorzuge lieber diese Vorgehensweise. So, wir brauchen noch mehr Pfeile, dann haben wir ihn bald. Entschuldigung. Aber warum hüpfst du jetzt runter, Talion? So, hier sollen irgendwo Pfeile sein. Laut Karte. So, wo ist Häuptling? Bearbeiten wir ihn halt mit Pfeil und Bogen, geht auch. So, da liegt er nieder. Komm her. Mach ich. Oh, gute Nacht. Einer weniger. Kürzlich verstorben.